Es gibt Extrem, Extremer und Jürgen Mandl. In Vierenheim kennt ihn so ziemlich jeder, in der Region nicht wenige. Denn Jürgen Mandl hat eine Vorliebe für Dinge, die die Grenzen der körperlichen Belastbarkeit sprengen. Erst fuhr er Dragster-Rennen, dann lief er Marathon, wechselte zum Triathlon und rannte schließlich sogar durch den Wüstensand in Nordafrika. Am Freitag nun bricht er auf nach China mit diesem Fahrrad. Laut Visum muss er in knapp 3 Monaten da sein, sonst läuft es ab. Sein Ziel, die Provinz Sichuan im Südwesten des riesigen Landes. Wenn er sich für etwas entscheidet, dann richtig. Jürgen Mandl lebt nach dem Motto, ganz oder gar nicht. 32.000 Trainingskilometer hat er in den vergangenen 2 Jahren abgespult, an jedem Tag, bei jedem Wetter. Er sei bereit, betont der Privatier und meint damit nicht nur seine Fitness, sondern auch die technisch-logistischen Dinge des Riesentrips. 12.000 Kilometer liegen vor ihm. Von Deutschland geht es über Polen, Litauen, Lettland, Russland, Kasachstan und Kirgisistan nach China. Sein Ziel, der Emai Shan, einer der 4 heiligen buddhistischen Berge des Landes, mehr als 3.000 Meter hoch. Mandl bezeichnet sich als Perfektionist. Nichts will er dem Zufall überlassen. Seinen Willen gestellt haben 2 Teilnahmen am Marathon des Sables in Marokko, ein Etappenlauf durch die Wüste über 250 Kilometer. Er will ankommen bei Mai, einer guten Freundin und ihrer Familie in Sichuan, wo er dann erstmal eine Weile bleiben wird. Es gibt Extrem, Extremer und Jürgen Mandl. Der Extremsportler aus Vierenheim war neulich bei uns zu Gast im Studio und hat seine Mission vorgestellt. Er fährt mit dem Rad nach China. 12.000 Kilometer. Und wie es scheint, ist er ordentlich in der Spur. Er sendet nämlich Grüße per WhatsApp aus Moskau. Russland also, check. Bis China ist es aber noch ein weiter Weg. Jürgen, wir wünschen weiterhin gute Fahrt.